Achieved with CryEngine. Hallo meine lieben Boys und Girls, ihr seht, wir sehen uns bei Sniper Ghost Warrior 3. Ich habe euch ja angekündigt, Sniper Ghost Warrior 3 zu holen und hier sind wir mit dem Projekt. Ich kann euch schon mal im Vorfeld sagen, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich habe den kompletten Spoiler einfach mal gänzlich an mir vorbeiziehen lassen. Ich habe null Ahnung, um was es da konkret gehen soll. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel eigentlich ist. Ja, ein Sniper-Spiel, ja, das weiß ich auch, danke. Aber jetzt starten wir einfach mal durch, würde ich sagen. Ich weiß nur, es spielt in Georgien, glaube ich. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Starten wir hier mal das neue Spiel direkt. Okay. What the fuck? Ja, das ist für mega Scharfschützen. Schauen wir mal, ob ich hier auch den Ding einstellen kann, den Untertitel. Der ist sogar an, das ist sehr gut. Dann starten wir hier mal durch das neue Spiel. Natürlich nochmal. Ich weiß nur von CI Games, ich habe es mal gelesen, dass die Ladezeiten eine gewisse Zeit beanspruchen, aber ich weiß nicht konkret, was das jetzt für eine Aussage sein soll, dass die Ladezeiten länger dauern. Ja. Also wir steigen jetzt in Sniper GW3 Ghost Warrior 3 blind ein. Ich habe keine Ahnung, um was es da konkret geht. Keine Ahnung. Ich zock's ja jetzt mit euch durch. Das ist die komplette Kampagne. Soweit ich es zumindest hinten drauf stand, der Multiplayer hat dieses Spiel meines Wissens nicht. Auch wenn ich den Session Pass dazu habe, den Season Pass. Ja. Ja, da haben sie leider recht. Dass die Ladezeiten ewig dauern hat, haben manche sehr gut recht. Ich trinke kurz einen Schluck. Also wenn ich jetzt tausendmal fehle, wundert euch nicht, ich spiele das Spiel jetzt zum ersten Mal. Wenigstens kenne ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Das System ist abgekartet, Bruder. Manche werden grundlos verprügelt und manche werden grundlos hochgejubelt. Ist es nicht einsam und anstrengend, an nichts zu glauben? Du bist der perfekte Soldat, John. Naiv, leichtgläubig, gehirngewaschen, Befehlskette, befolgst Befehle. Ja, Sir, nein, Sir. Hey, du lebst doch im System. Große kirchliche Hochzeit, Ehrenwache der Marines, Miller hat deinen Nachnamen. Das war nur sie. Aber du hast wie ein gehöriger Soldat mitgespielt. Woher willst du das wissen? Du warst nicht hier. Aber danke für das tolle Geschenk. Wobei, eigentlich hast du nicht meine Karte geschickt. Sie passt nicht zu dir, Robert. Das sagt jemand, dessen nächste Beziehung wie lange anhielt? 6 Monate? Fühlt es sich schmerzlich und einsam an, wenn man so ein selbstgerechter Scheißkerl ist wie du? Im Landeanflug.
Bereit? Bereit. Versucht euch da draußen nicht gegenseitig zu töten. Das will ich nicht eurer Mama berichten müssen. Halt dich an den Plan! Sei kein Roboter. Ich mein's ernst. Die macht mir richtige Angst. Sie macht jedem Angst. So hat sie zwei echt raue Kriegersöhne aufgezogen. Naja, zumindest einen. Und man weiß gleich wer. Genug, ihr zwei. Zerstört die biologische Waffe und exfiltriert. Rein und raus. Keine Neugierde. Das stammt alles aus dem Kalten Krieg, ist vermutlich hochgiftig. Okay. 3, 2, 1, raus. Hurra! Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, durchstarten. Russisch-ukrainische Grenze. Okay. Da sind wir. Die Russland-Ukraine-Grenze. Weiß nicht, was ich erwartet hatte. Komm, Jack, Frank, hörst du mich? Ende. Laut okay. Und deutlich. Hör zu, Marines. Der Auftrag von JSOC ist die Infiltration einer verlassenen Basis und die Vernichtung der dortigen Biowaffen. Ruhe bewahren. Ende der Durchsage. Verstanden, Ende. Nach dir, Rob. Ich glaube, Y ist noch eine Waffe. Jawoll. Ein Sturmgewehr. Okay. Von dort oben solltest du bessere Aussicht haben. Alles klar. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Testgelände? Nun gut, dann schauen wir mal. Scheiße, ich kann nichts sehen. Wir sind zu weit. Wir müssen wohl einen besseren Platz finden. Ha. Wie wäre dort drüben? Siehst du das Gerüst rechts von der Kuppel dort drüben? Ja, sehe ich. Bin mir aber beim Blickwinkel nicht sicher. Lass uns einfach mal schauen gehen. Vorsicht, die Felsen sind ganz schön rutschig. Nach dir. Immer als Erster. Hey, du bist derjenige, der das Navy Cross hält. Dafür habe ich nicht gekämpft. Ja, ja, geh schon. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Siehst du, Kinderspiel. Gute Arbeit. Sorry. Dreh dich halt in ihr Arms Vorsprung, okay. What the fuck? John? John? Ja, mega gut. Ja. Das Video hat schon gut angefangen, der erste Part. Mega geil. Mega gut. Vorsicht, die Felsen sind ganz schön rutschig. Siehst du, Kinderspiel. Gute Arbeit. Müssen wir vielleicht näher ran. So. Okay, bin auf der anderen Seite. Ich auch. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Ist hier drüben wie ausgestorben. Zu ruhig für deinen Geschmack? In unserem Berufsfeld bedeutet Ruhe nie Sicherheit. Scheiße. Tod, beweg dich. Ja, okay. Keine Ahnung, was das jetzt auf der Map war. Egal. Scheiße, da können wir nicht drüber springen. Früher wäre das dein erster Gedanke gewesen. Ja. Und jetzt? Ich sehe mich mal um. Um den Erkundungsmodus aufzurufen, okay. Siehst du den verkohlten Baum? War wohl ein Blitzschlag. Ich wette, mit einem gezielten Schuss könnte man daraus eine Brücke machen. Gezielter Schuss? Also es ist meine Aufgabe. Schon okay. Sieh hier. Wechsel die Munition. Benutze Sprenggeschosse. Mein ja nur, Brüderchen. Okay.
Es müssten die da sein. Ja. Okay. Wow. Wow, verdammt. Gute Arbeit, Bruder. Du gehst vor. Ja, Sir. Leute North, Sir. Ja, sei trotzdem vorsichtig. Ja, weiß ich. Ganz ruhig. Okay. Ja, ich kenne nur Snapper Goes Over Riyadh 2, also von daher. Scheint stabil. Pass trotzdem auf. Ah, sei still. Ja, mir ist nur bekannt, dass das auch Open World sein soll, aber davon merke ich bis jetzt nichts. Hörst du das? Tilly? Das sind Griechen, ja, okay. Das würden sie näher kommen. Bleib unten. Lass uns rein. Aber grafisch ist das Spiel mega nice. Schnell, hinter den Felsen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Schlechtes Gefühl, ja? Markieren erscheint automatisch, wenn du deine Feinde in einem Ziffern oder deiner Drohne oder Drohne? Okay. Sagen, an welchem Feinde du im Hindernis befindet, okay. Ja, schnell schon, was bedeutet, der ist entspannt, gelb ist misstrauisch und bei rot im Kampf, okay. Also müssen wir auf die Färbung oben wahrscheinlich auf den Pfeil achten. Moment. Ja, ich habe es gerade noch im Crumbskull kurz eine Mail geschickt. Okay. Sei gefühlt sich, wenn die Feinde beginnen, sehe ich sie dann merkst du voll, bin kurz entdeckt. Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Sieh da, Wölfe. Das erklärt mein schlechtes Gefühl. Glaubst du mir jetzt? Dies ist okay, in Sicherheit. Folge mir. Schalldämpfer ist kaputt und Gegner können deine Schüsse aus größerer Entfernung hören. Das ist um einen Schalldämpfer zu reparieren. Okay. Aha, also müssen wir jedes Mal einen neuen Schalldämpfer aufschrauben, weil der nach ein paar Schüssen kaputt geht. Das kommt mir aus State of Decay sehr bekannt vor. Das ist mal ganz was Neues. Okay. Ja. Ich habe Fußspuren gefunden. Sehen frisch aus. Die Person kann nicht weit entfernt sein. Das ist alles. Du warst immer der Spurensucher in dieser Familie. Was kannst du herausfinden? Analysieren. Militärstiefel, zwei Männer. Müssen Soldaten sein. Armee? Söldner? Späher? Der Form nach zu urteilen, sind sie methodisch. Und die Tiefe? Die deutet an, dass sie etwas Schweres getragen haben. Du meinst Waffen? Sollte man meinen. Wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten. Scheiße. Dann müssen wir wohl an die Arbeit. Ruhe bewahren. Lass dich nicht ablenken. Ich kann das Testgelände sehen. Dort befinden sich zwei Söldner. Dafür müssen wir sie überraschen. Ich schnapp mir den Kerl am Rand und du nimmst den am Feuer. Los geht's. Okay. Okay. Das war leicht. Es wird noch mehr geben. Bleib wachsam. Ja, schau dir das an. Was für ein Frack. Oh, ich kann noch die Waffe wechseln. Okay. Nimm die Drohne von Robert. Hier, nimm sie.
Okay. Da, die Drohne. Zeit zum Aufklären. Du weißt, wie man diese Schönheit benutzt, oder? Ich werde es sicher bald wissen. Drohne zu benutzen, Netzwerk runter. LS, Geschwindigkeit zu erhöhen und zum Verladen. Okay. Drücke Pfeil nach oben, um die Drohne zu benutzen. Okay. Ach, lässt sich aber mega scheiße steuern, finde ich. Zumindest die Anfänge sind ein bisschen scheiße geworden. Also die lässt sich mega behindert steuern. Sorry, aber es ist so. Hab den ersten. What the fuck? Was ist jetzt los? Sechs müssen es sein. Ja, und wo sind die? Noch ein. Okay, zwei haben wir schon mal. Okay. Also es wird. Hä? Untersuche mögliche Bewegung. What the fuck? Ziel gesichtet. Ziel bestätigt. Großartig. Einer fehlt. What the fuck? Nein. Ja, dann lasse ich sie lieber abstürzen. Scheißegal. Nein. Gut, alle sind markiert. Bring die Drohne zurück. Wow, das ging gut. Aber auch mega knapp fand ich sich. Das ist der beste Platz für Unterstützung. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Müssen wir, um die Einigung einzunehmen. Okay. Ach, es gibt immer so viel zum Lesen. Ja, die Windrichtung. Okay. Ja, für den, der es lesen will, bitte lesen. Denk dran, John. Leise. Wir müssen sie nacheinander ausschalten, ohne bemerkt zu werden. Konzentrieren wir uns, alter Junge. Erstes Ziel, auf dem Dach, 270 Meter. Okay. Sieh her, Bruder. Tango auf dem Dach. 180 Meter Entfernung. Okay. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Bleib stehen. Tango ausgeschaltet. Tötung bestätigt. Drittes Ziel. Patrouille. 160 Meter entfernt. Am Bach. Warte auf den passenden Moment. Okay. Aber ich kann ja meinen Zielfernrohr schon mal einstellen. Na, bis jetzt finde ich es eigentlich ganz nice, auch wenn das bis jetzt eher wenig mit Sniper zu tun hat. Aber ja. Mal schauen, wie lange wir den Part machen. Vielleicht mache ich nicht eine halbe Stunde. Sachte. Sachte. Sie schwärmen aus.
Schieß! Ziel ausgeschaltet. Bestätigt. Der zweite. 160 Meter entfernt. Tot. Sehr tot. Fünftes Ziel. 200 Meter. Warte. Ein Fahrzeug im Anflug. Sechstes Ziel gesichtet. Du musst dich konzentrieren. Du kannst nur einmal schießen, also versag nicht. Okay. Hab ihn getötet. Konzentrier dich, John. Bestätigt. Guter Schuss. Abseilen. Na, jetzt holen wir mal die Nahkampfwaffe raus. Ja. So. Dann mal runter. Also grafisch ist es eigentlich sehr gut gelungen. Also CI. Top gelöst, Leute. Muss man so sagen. Ich bin unten. Ich auch. Folge mir, Brüderchen. Und wo ist deine Frau derzeit? Irak? Türkei? Miller? Ist im Kongo. Macht eine Reportage über den lokalen Kriegstreiber. Ja, hab schon von gehört. Man denkt drüber nach, den Arsch wegzubomben. Machst du dir Sorgen? Nee, sie ist knallhart. Sieht nur zerbrechlich aus. Ein Fahrzeug kommt. Ich kann den Fahrer sehen. Ach, lass mich das machen. Warte, vielleicht weiß er etwas. Befragen, okay. Das ist mir jetzt ganz was Neues. Ich bin auf Position. Ja, ich hab die Fracht. Bring ich dir gleich. Nein, wir haben uns nicht getroffen. Oh. Eine falsche Bewegung und du bist tot. Wie viele von euch? Vier. Gute Arbeit. Ein Tag wie jeder andere. Erinnert mich an meine Zeit in der Navy. Konzentrier dich, Rob. Na gut. Wir sind da. Verstanden. Das war ein Testgelände für biologische Waffen. Ihr müsst den ganzen Scheiß hochjagen. Roger. Verstanden. Eindringlinge entdeckt. Verdammte Kameras. Sie haben uns bemerkt. Jetzt bringt es nichts mehr, leise zu sein. Gut, lass uns was Gutes tun. Nach dir. Ja, ich bin schon voraus. Komm schon. Sieh zu, Bruder. Ja, zeig schon, was du kannst. Er schießt das Ziel! Gute Arbeit, Bruder. Jederzeit. Ja. Wie läuft's bei dir, John? Gab's nicht jemanden in Afghanistan? Was ist mit dir? Wie hieß sie? Lea? Lydia. Also, warum seid ihr nicht? Lass es, Rob. Okay, vergiss es einfach. Oh Mann. Nutze das CCTV. Wir schlagen sie bei ihrem eigenen Spiel. Okay. Gut. Jetzt markiere alle Feinde hier drin. Alle markiert? Dann los. Ja. Was will ich hier markieren? Hier ist keiner. Ja, super. Ne, ich glaube, die hat der Rob zerschossen. Geh mal. Okay, das ist der Eingang zur Deponie.
Unser Team muss sich in der Nähe befinden, John. Auf geht's. Feind im Blickfeld! Feind im Blickfeld! The fuck. Ja, egal. Aber wir sind gut dabei. Machen wir wieder eine halbe Stunde, 35 Minuten den Part. Und dann passt es wieder. Okay, das ist der Eingang zur Deponie. Unser Ziel muss sich in der Nähe befinden, John. Auf geht's. Alle runter. Du willst mich jetzt echt verarschen. Oh, das kann so jetzt echt nicht sein. Haben sie den Rob umgebracht? Oh, Mann, Leute. Ja, macht euch nichts draus. Okay, das ist der Eingang zur Deponie. Unser Ziel muss sich in der Nähe befinden, John. Auf geht's. Wissen er unten. Sauber, los. Ja, hallo, Rob. Ah, ich glaube, der kommt runter. Ja, der kommt nach unten. Gut, hier sollten wir die Ladungen platzieren. Weißt du noch, wie das geht, Bruder? Aber klar, Rob. Ich glaube hier. Ich sichere die Tür. Ja. Beeil dich, John. Komm schon, John. Helikopter ist da. Was zur Hölle? Waffen fallen lassen! Fallen lassen! Wissen Sie, Mr. North, ich glaube, die Besten von uns haben viel Glück. Eins, zwei. Bis zum nächsten Mal, Mr. North. Töte ihn nicht. Ja, wie nett, dass er uns am Leben lässt. Ja, mega nice. Ich mach mal noch kurz eine Zigarette. Oh, okay. Du also deinen Vorgesetzten, Soldat? Ich wusste, du würdest kommen. Ah, ich dachte mir, ich könnte meinen letzten Tag in diesem Land auch mit meinem kleinen Bruder verbringen. Bist du nervös? Nee. Jemand muss diesen Krieg gewinnen. Ich verwette meinen Allerwertesten, dass ich alle fünf mit fünf Schüssen treffe. Verlockend. Gehören Faustkämpfer jetzt auch zu deinem Trainingsprogramm? Du hättest den anderen Typen sehen sollen. Ja, hab davon gehört. Du hast ihn ins Krankenhaus befördert. Was hast du getan, Jungchen? Egal. Wenn es um ein Mädel geht, ist sie es hoffentlich wert. Und denk immer daran, dass du Mom mit dem Zeug fragst. Du musst der Mann im Haus sein, während ich in Afghanistan bin. Ich kann von hier schon das Abendessen riechen. Versteh mich nicht falsch, das Essen der Armee ist ganz okay. Aber verdammt, ich
vermisse Moms gute Chicken Wings. Weißt du noch, wie wir hier Verstecken gespielt haben? Ja, wie kann ich das vergessen? Du warst so schlecht darin. Ich weiß noch, als wir einmal... Rob? Komm schon, Rob? Rob? Okay, Bruder. Mal sehen, was du hast. Okay. Okay. Ja, dann war's das anscheinend schon. Ja. Das ist zum Beispiel Schnellreisepunkte, Artefakte, Trophäen, Scharfschützengewehr. Okay, also ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt jetzt. Von dem CI Games immer geschrieben hat, Open World. Das ist jetzt, schätze ich. Ja, sorry, wenn sich das jetzt irgendwie angehört hat wie ein Strohhalm, aber das war meine G-Drive. Meine Smoke G-Drive. Für den einen oder anderen, den es interessiert. Das ist eine E-Zigarette, die rauche ich ja auch hauptsächlich. Also zu Hause habe ich mich jetzt auf E-Zigarette fixiert mit den verschiedenen Geschmackssorten. Aktuell habe ich Cola drin. Als Geschmack habe ich noch da Waldfrucht, Waffel und Tiramisu, aber Energy kommt auch noch her, gibt's ja als, ja, als Geschmack. Falls euch interessiert, wo ich sie gekauft habe, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich schreibe einen Link mit, wo man das bestellen kann. Ich habe es vor Ort gekauft. Seitdem dampfe ich die ab und an. Aber auch nur ab und zu, also nicht jeden Tag. Ja, jeden Tag im Prinzip schon. Ja, die Ladezeiten meint wahrscheinlich CI mit lang. Ja. Jetzt kann man nur warten. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Aber es geht eigentlich schon ratzbatz, also ist mit manchem anderen Spiel, manche Spiele brauchen ja noch länger, bis sie laden. Was ihr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr auf dem Kanal hier sehen wird, ist Far Cry 5. Definitiv. Kommt auch noch von mir raus. Und wenn ihr es sehen wollt, Ressourcen können an der Bank, Werkbank genutzt werden, um Gegenstände herzustellen. Okay. Muss ich jetzt meine Waffen selber bauen oder was? Hä? Ja, das sehen wir ja gleich. Ich glaube, wir haben ja auch eine Karte, da muss ich gleich mal gucken, wo die ist. Von den Tasten. Und ich hoffe, ihr lasst auch zu diesem Projekt noch ein Abo da oder eine Bewertung. Schau mal noch kurz, was das ist. Ja, CI Games Presence. Ah, okay. Die Kunst des Krieges ist nicht kompliziert. Finde heraus, wo dein Gegner steckt. Drücke zu ihm vor, so schnell du kannst. Triff ihn so hart, wie du nur kannst. Keine Ahnung. Hier gibt's eine Map. Okay. Und was sind die roten Dinger?
Außenposten, juhu, darüber freue ich mich schon mega, mega gut. Das hat was von Far Cry 4. Fahren wir da mal hin. Weg! Weg, weg, weg! Ich hab's eilig. Und jetzt fahren wir noch zu dem Unterschlupf, dann beende ich den Part auch schon. Schauen wir uns den Unterschlupf noch in dem Part an und dann beenden wir den. Lodestar, melde dich, Lodestar. Hier ist Whiskey Foxtrot Sierra. Wow, Frank, bist du das? Ich will nur sicherstellen, dass du bei der Sache bleibst. Hey, alles gut bei mir. Ich tue nur meine Arbeit. Hör mal. Das mit deinem Bruder tut mir leid. Okay. Also, was machen wir? Das wurde dir nicht gesagt? Ja, wurde es. Aber ich will es von dir hören. Okay, Whiskey Foxtrot Sierra, Sir. Starke Zunahme der Aktivitäten durch Separatisten in diesem Bereich von Georgien. Die Lage ist labil, da haben die Chefs recht. Aber diese Kerle sind besser ausgebildet und haben hochwertigere Waffen, als man es normalerweise in dieser Art von Operation sehen würde. Die bereiten etwas Großes vor. Ihr Anführer scheint ein wirklich fieser Mistkerl zu sein. Oh, und er ist verdammt clever und wird wie ein Gott gefürchtet. Also brauchen wir eine gute alte Ablenkung und etwas Chaos zwischen diesen Querulanten. Zeig ihnen, was es wirklich bedeutet, einen Gott zu fürchten. List und Ehrfurcht. Genau. Die Einzelheiten über die Mission findest du auf deinem Laptop. Die erste ist schon da, Marine. Wir haben eine sichere und verschlüsselte Verbindung. Gibt keinen Grund für Codenamen und anderen Geheimnisscheiß. Ich scherze doch nur, Lodestar. Sims, Ende. Ende. Okay. Okay. Ja, jetzt schauen wir uns noch kurz den Unterschlupf an. Und dann beende ich den Part auch schon. Okay. Okay. What the fuck? Das ist eine ziemliche Ausrüstung. Außer die Sache so ein Plan ist, mit den Dings damit irgendwas durchsehen. Okay. Okay. Kaufe neue Waffen, Werkzeuge, Metalles, man den meines Einsatzes erhalten hast. Okay. Sorry. Okay. Okay. Was haben wir hier? Okay. Also muss ich hier meine Munition selber bauen oder was? Ja. Also ich muss meine Munition tatsächlich selber herstellen. Nehmen wir mal die beiden. So. Und hier am Bett werde ich den Part jetzt schnurstracks dem Ende zu ziehen und würde schon mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part definitiv wieder. Liked, kommentiert, Abo dalassen, wer spenden will, kann dies tun. Bleibt uns auf jeden Fall treu. Euer Sucker.